Meine Damen und Herren, willkommen zur letzten Folge von Pokémon Run and Bun. Ja, das ist jetzt die finale Entscheidung. Das hier wird die allerletzte Folge Run and Bun auf diesem Kanal sein. Ich ziehe hier einen Schlussstrich, einfach weil ich, mittlerweile einfach einsehe, dass Run and Bun für so ein Projekt absolut nicht geeignet ist. Ich dachte oder ich hatte erwartet, dass Run and Bun so eine Hardcore-Challenge wird, wie wir sie halt öfter mal auf dem Kanal haben. Oh Gott. Oh. Ne, wo man halt weniger an gute Ressourcen kommt, die Gegner tendenziell stärker sind, wo es spannende und krasse Arena-Kämpfe gibt. Und, ja, was einfach deutlich schwieriger ist als das normale Game. Ne? Das machen wir ja auch immer. Ich meine, alleine mit oh Gott, was machen wir mit Bronzong? Wolfi, oder? Nee, Tyranitar. Nee, Wolfi. Ja. Mit Platinum, mit Renegade Platinum, mit Luminescent Platinum und so weiter, ne? Wie sie alle heißen. Die eine. Payback. Die eine Edition von Generation 7, die wir gemacht haben, auch mega schwer gewesen. Black and White 2, Hürdenmodus und so weiter. Ich bin immer für eine gute Challenge zu haben. Aber leider habe ich dieses Spiel komplett falsch eingeschätzt. Ich dachte wirklich, es wird einfach so eine Challenge werden. Was es im Endeffekt ist, es ist ein pures Grindspiel. Also das mit den Routen wird nicht besser, sondern schlimmer, immer schlimmer. Die Arenen sind mega cool, ich bin mega Fan, also ne, versteht mich nicht falsch, ich spiele Pokémon Run and Bun trotzdem gerne, weil die Arenen etc. Cool sind, aber es ist absolut ungeeignet für so ein Hauptprojekt. Ja. Leider weiß man, wenn man Dinge blind spielt, nie was einen erwartet. Und am Anfang hatten wir noch ganz andere Ambitionen mit einem Bestrafungsrad und so weiter. Ja, stellt euch mal vor, dieses Spiel mit einem Bestrafungsrad. Wie oft sterben wir pro Folge? Dreimal? Ja, es macht absolut keinen Sinn, ne? Also, was lernen wir oder was lerne vor allem ich aus Run and Bun? Wobei, ich weiß es schon länger oder schon immer, aber was lernt man generell aus Run and Bun? Nicht jede schwierige Challenge oder nicht jede unnötig schwierige Challenge ist eine gute Challenge oder eine unterhaltsame Challenge oder eine Challenge, die Skill benötigt, weil, naja, man braucht schon in dem Sinne Skill, aber was man vor allem braucht in diesem Spiel ist Durchhaltevermögen. Na, einfach purer, diese pure Grind-Mentalität. Und ja, wenn das halt fehlt, dann ist es nichts. Dementsprechend mache ich jetzt einfach mal einen Cut, einfach um auch nicht permanent irgendwie das von Woche zu Woche irgendwie zu verschieben. So von wegen, ja, wir machen dann irgendwann, wir schieben es dann mal dahin und so und bla bla bla. Sondern das hier ist offiziell die letzte Folge von Run and Bun auf diesem Kanal. Es gibt keine mehr. Und dann bin ich quasi in Zugzwang. Oder wir sind in Zugzwang, die anderen Projekte voranzutreiben, so dass es dann endlich mal vorangeht. Ja. Und wir den Switch jetzt machen müssen. Was passiert mit Run and Bun? Für die Leute, die natürlich Run and Bun trotzdem gerne gucken. Run and Bun wird, wie gesagt, auf den Zweitkanal verschoben. Auf den Gameboy-Channel. Und das Projekt wird ein bisschen anders gehandhabt. Ich werde lange Routen und so teilweise vielleicht im Stream mit euch zusammenspielen, weil ich bin ganz ehrlich mit euch. Eine Sache kann ich. Ich bin ein sehr krasses Plappermaul. Der Grund, warum ich YouTuber geworden bin und das auch bis dato immer noch mache, ist einfach, weil es irgendwie mein Talent ist, einfach zu labern. Und
mich kann man irgendwo hinstellen und ich kann mein Plappermaul anmachen und dann weiß ich, okay, die Stunden werden vorbeigehen. Das ist eines meiner wenigen Talente. Immer irgendeinen Gesprächsstoff, immer irgendwie ein Thema zu finden. Das hier ist dumm. Ich sitze wirklich hier und ein Drittel ist, ich zeige euch die Kämpfe und zwei Drittel ist, ich renne von Pokécenter hin und her und starre diesen Bildschirm an. Und es gibt keinen Mehrwert. Wie gesagt, deswegen entscheide ich mich, solche Routen zukünftig in Streams zu machen, wo wir uns einfach unterhalten können. Wo wir ein bisschen schnacken, wo wir ein bisschen babbeln. Und solche Parts wie Arena-Parts, die dann halt interessant werden, nehmen wir dann wieder quasi als Folgen. Vielleicht fassen wir auch die Routen zusammen, machen ein cooles Video draus, ein geschnittenes in dem Sinne, ne? Einfach, dass man sieht, okay, er war auf der Route, hat das und das gefangen, er hat so benannt, dann ist er, hat er vielleicht da was gefunden oder da einen schweren Kampf gehabt oder whatever. So oder so, ja, wird das Format deutlich gekürzt, naja, weil wie gesagt, all diese Kämpfe, das braucht wirklich niemand, so, ich glaube, jetzt hat mittlerweile der Letzte verstanden, dass es irgendwie auch nicht wirklich einen Mehrwert hat, all diese Kämpfe zu zeigen. Und wenn ich die alle wegschneide, dann, also, ne, jetzt im Hauptprojekt so, dann wozu dieses Spiel weiterspielen? Right? Macht ja auch keinen Sinn. Deswegen nehmen wir es so, wie es ist oder wie es kommt. Machen ein bisschen Streaming-Content draus. Ist auch cool, weil ich im Stream gerne ein bisschen mehr Pokémon spielen würde wieder, weil wir zum Beispiel auch keine Challenge haben. Und dann, ja, mal sehen. Machen wir vielleicht am Ende ein großes Video draus oder wie gesagt, zumindest das Videoformat in ein bisschen geschnittener Form auf Gameboy, wo einfach ein bisschen mehr zusammenfasst für die Leute, die das Ganze weitersehen wollen. Also keine Sorge, es wird nicht abgebrochen. Und ich will ja auch noch sehen, wie das Ding weitergeht, ne? Ich will sehen, was die Top 4 und was auch immer haben und so. Aber so wie es jetzt ist, wird es auf gar keinen Fall weitergehen. Weil ich habe das Gefühl, euch langweilt es sowieso, ne? Die Klickzahlen sind eh relativ niedrig bei dem Projekt, verständlich. Und es ist jetzt an dem Punkt, wo es mich langweilt, ne? Also langweilt im Sinne von, wo ich wirklich einfach denke, okay, ich nehme Run and Bun auf. Yay, ich kann Pokémon spielen. Und dann fällt mir auf, oh ja, stimmt, Run and Bun war ja einfach, ich nehme ein bisschen was auf und dann, naja, renne ich die ganze Zeit mit einer Speed-Taste um die Welt und irgendwie, ja, gibt es trotzdem kaum Progress. Es ist einfach Grind. Ne? Es ist Grind und alles, was Grind bedeutet, ist viel besser in einem Stream aufgehoben in geschnittener Form. Und nicht in solchen Videodingern. Dementsprechend wird das nächste Video, was ihr sehen werdet, die Nuzlocke sein. Ja. Entweder noch ein TCG-Video, weil es gibt gerade echt viele Events in Game. Der Hurensohn hat Recall. Ja, das meine ich. Der Bruder kann kein Recover. Warum kann der Recover? Genau, also entweder ist es noch irgendwie ein TCG-Video oder ein Special-Video, weil es werden noch zwei richtig geile und große Videos kommen. Ne, zwei große Projekte runtergeschnitten. Aber das nächste reguläre Hauptkanal-Video hier wird ganz klar die Egglock sein. Die Egglock, wo alle Eier von euch mittlerweile sortiert wurden. Wir haben, wie viele? 3000 Kommentare erhalten? 1000 Eier haben es jetzt in die Edition geschafft, weil die da existieren. Und, ja, ich glaube, da freut ihr euch drauf. Und ich freue mich auch krass drauf. Ne? Ich will auch nicht mehr warten. Ich will auch nicht jetzt noch 2 Monate lang dieses Projekt irgendwie ziehen, weil es so unfassbar zäh ist, um irgendwie die Nuzlocke zu blockieren. Ich will die Nuzlocke spielen und ich will, dass ihr die Nuzlocke gucken könnt. Und dieses Spiel, wie gesagt, spielen wir auf dem Zweitkanal weiter. Ganz regulär. Und auch da wird es so regelmäßig wie möglich kommen.
nicht wahr? Da musste sich natürlich so ein bisschen den Platz mit TCG, Yu-Gi-Oh! Oder was auch immer teilen. Ne, wir haben gerade die Monster Hunter Demo gespielt, dann haben wir Zelda gespielt und whatever. Natürlich musste sich da so ein bisschen was teilen, aber es wird trotzdem basically jeden... wahrscheinlich jeden zweiten Tag kommen. Ne? So regelmäßig es eben geht. So. Okay. Gut, wir sind wieder gefetzt worden von einem Throw, was Genesung kann. Keine Ahnung, ob das Ding das auch in Wirklichkeit kann. Du, ich guck gar nicht mehr nach, weil ich wäre überrascht. Ich bin schon glücklich, dass das Ding nicht irgendwie alles outspeedet hat. Okay. Und ich bin auch glücklich, dass nicht jede... nicht jeder Raum hier wieder Trainer hat. Aber die es hat, die reichen mir halt schon wieder, ne? Gut. Switchen wir mal zu Tyrant. Ist Tyrant so gut? Ehrlich gesagt nicht, ne? Ist ein Kampftrainer. Aber das spielt ja keine Rolle, weil die Kampftrainer nie Kampf-Pokémon haben. Außer er. Aha. Oh, never mind. Alles gut. Ja. Okay. Wolfiese Wolf. Close Combat. Okay. Ja, komm. Extreme Speed. Er hat sowieso die Robustheit. Wir können ihn nicht killen. Konter. Ja, cool. Nice. Nunu! Ah, tot. Okay. Was kommt jetzt? Lucario. Okay. Gut, er hat wenigstens nur drei Mons. Ja, Tyranitar kannst du komplett rauchen. Den bräuchten wir eigentlich gar nicht mitnehmen. Ne? Also, wenn wir hier ernsthaft spielen würden, würden wir halt für jeden Trainer unsere Pokémon komplett anpassen. Und das bedeutet, wir würden Tyranitar natürlich nie in so einen Kampf mitnehmen. Okay. Viridi. Weil mein Lucario, was höher gelevelt ist als seins, trotzdem langsamer ist. Extreme Speed, okay. Normal Jam Powered. Zack. Okay. Der Bre ist tot. Dann gehen wir nochmal für Close Combat. Macht Hälfte. Das killt uns. Cool. Ja, also Run and Bun fühlt sich auf den Routen an wie Poké-Rogue, nur weniger cool, ne? Weniger spannend. Ohne coole Items, ohne irgendwie Wege, ohne Shinies. So. Aber wir haben Shadow Ball und Irrlicht gefunden. Das sind zwei super gute Attacken. Oh. Ah, oh mein Gott, es passiert endlich was. Hä, wie bist du da hingekommen? Was krass. Ach so, und jetzt kämpfen sie. Jetzt, wo wir... Aber wie ist es, wenn ich nicht kämpfen will? Hä? Ich konnte vorher auch nicht gegen die kämpfen. Und jetzt wollen die auf einmal kämpfen. Wild. Gut, Crawdaunt ist auf jeden Fall langsamer und hat sehr schlechte Spedef-Werte. Dementsprechend Aura Sphere. Ich hasse mein Leben so sehr. Genau, Close Combat. Ja. Safe. Ja, und es reicht wieder. Ja, klar. Warum auch nicht, ne? Ist halt nicht mal Stab und so, aber reicht halt trotzdem. Ja, klar. Kann man machen, weil... Ja. Lass mich raten. Wenn ich ihn kill, kommt die zweite auch noch, gell? Und wir können ja auch nicht zurück, ne? Weil wir können ja nicht einfach wieder hoch. Also, ne? Wir können nicht mal heilen, wenn wir es wollten. Das heißt, wir müssen mit geschwächten Pokémon hier runter. Gumshoes. Mr. P. Wie witzig, dass er ja 74 ist. Ist er nicht auch irgendwie so 74 oder so? War er nicht der 74. Präsident oder irgendwas? Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Wir ballern dich. Zack. Oh. Damn, Nunu Crit? Let's go. Wild.
Kingdra. Oh, lecker. Lecker Schmecker. Gut, gleich kommt die zweite. Und dann vermisst sie mir den Auftritt. Und dann können wir wieder beide machen, ne? Ich sehe es schon. Ich hör auf, ich habe keinen Bock mehr. Okay, ich will weg, ich will weg, ich will weg, ich will weg. Oh, damn, das war ja voll der Lutscher. Jetzt bin ich dran. Okay, aber er ist immerhin nicht mehr da. Das heißt, wir müssen nicht den Turm wieder hoch und runter, sondern wir können direkt hier lang, ne? Dragoran. Das ist natürlich amazing. So, yep. Okay. Sagen wir, sie hat einen Dragoran. Sagen wir, sie hat ein... Oh, White Herb. Okay, cool. Ja, dann muss ich jetzt eh Moonblasten. Also, wenn sie nur Drachen-Pokémon hat, dann könnten wir vielleicht sweepen. Ach so, Flauzel. Ja gut, ja, Flauzel outspeedet mich natürlich und trifft Hydro-Pumpe und das war's wieder. Bye-bye. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Alter, stell dir vor, das fucking Bestrafungsrad. Also man kann mir nicht vorwerfen, dass ich es nicht versucht habe, ne? Ich versuche wirklich Spiele schwer oder challenging oder unterhaltsam zu machen, at minimum. Aber das ist so dumm, Bro. Das ist wirklich so dumm. So, also Dragoran ist der Lead. Dragoran hat die Multischub. Multischuppe. Was machen wir gegen Dragoran mit Multischuppe? Wir könnten theoretisch natürlich Stone-Agen, aber das wird wahrscheinlich verfehlen. Könnten zu Nunu rein, müssen dann irgendwas anderes tanken. Leider haben wir keinen Ice Punch auf Viridi. Könnten. Maybe zu Wolfie, dann geht das Herb weg. Aber er hat halt dann immer noch die Multisch. Okay, okay, okay. Warte mal, ich hab einen Plan. Ich hab maybe einen Plan. Oh nein. Ich hasse wirklich mein Leben, Digga. Ich hasse mein Leben, Bro. Wirklich, for real. Ich mag es gar nicht mehr. So vor 5 Parts. Hey, Leute. Ich bin so happy. YouTuben und so. 1, 2 Folgen Run and Bun. Ey, Leute, ich hasse mein Leben. Ich mag es gar nicht mehr, mein Leben. Oh, warum muss das denn? Warum? Warum müssen die denn jetzt nochmal zurückbringen, Digga? Oh, Junge. Okay, guys. T-Mark war die zweite. Egal, wir zelebrieren das jetzt. Letzte Folge. Run and Bun, Run and Bun, Run and Bun. Letzte Folge Run and Bun auf dem Kanal. Bam. So, das war's mit deinem Fokusgurt, du Dreckiger. Ah ja, genau. Den Aquajet kann er natürlich immer noch machen. Ja, ja, macht wieder fast Halbleben. Was ist eine 40er Prio, Digga? Halbleben. Einfach so. Warum nicht? Ne? So. Na gut, um fair zu sein, wir haben auch sehr viel Schaden gemacht mit dem Mogelhieb. Okay. Kingdra war's. Was macht er? Geht er auf eine Drachen- oder auf eine Wasserattacke? Ja, ich will halt Viridi nicht sterben lassen an der Stelle. Okay, gehen wir zu Killer. Octazooka, cool. Das wäre eine Wasserattacke gewesen, die uns Gott sei Dank nicht dingst. Focus Energy, damn. Oh,
100 Energies, 100 Energies. Spür die Melodie. Okay. Okay, Vakuumwelle wird wahrscheinlich stärker sein. Oh mein Gott. Oh mein Gott, okay. Nunu! Nunu! Fuck him up, please. Menage, please. Okay. Gumshoes. Was war? Was hat der noch gleich gemacht, Alter? Richtig genervt hat er vor allem, ne? So. Drohr. Aha, Frustration. Kannst du dir nicht ausdenken. Wie der über Hälfte Schaden macht. So, gut. Tyranitar, crunch die Sau. Wir outspeeden ihn, lol. Okay. Mit was sind wir jetzt vorne? Er leadet mit... was war noch gleich sein Kackvieh? Ah ja, da war ja was. Dragoran. Okay. Theoretisch, wenn wir Fake-outen, brechen wir die Multischuppe. Jetzt machen wir halt basically gut Schaden, ne? Jetzt gehen wir zu Nunu. Geht er für eine Flugattacke? Hat Dragoran eine Flugattacke? Doch, Dragoran hat keine Flugattacke. Dragoran hat keine Flugattacke, außer Flügelschlag. Ha! Bitch! I'm gonna fuck you up! Oh, was ist da los? Alter! Was? Was ist passiert? Er hat... Er hat wieder mit einem KP überlebt. Okay, Lumpy Spitz war schneller. Das wissen wir. Wieder überlebt mit einem fucking KP, Bro. Oh, why? Wir brauchen doch was zum Teufel? Wir brauchen doch Nunu. Oh no. Ja, du hast halt safe wieder so einen Eiszahn, Digga. Ja, komm. Ja, Eisbeam. Ja. Schade, hätte mal verfehlen können. Okay, er ist speziell. Okay, wenn Viridi ihn nicht tötet, dann GG. Dann geht Floatzel durch. Natürlich auch wieder so ein Live-Orb-Arsch, ne? Okay. Er und Speed. Oh mein Gott, okay. Ja, Floatzel ist leider super schnell, aber eigentlich müsste es nicht so schneller sein. Ist halt leider nicht, ne? Okay, bitte. Avaluk. Der hat halt maximale Death-Werte, ne? Ja, der hat maximale Death-Werte. Ja. Gut, danke. Danke für Genix. Okay.
Flare Blitz, das dürfte reichen. Ja, danke. Das letzte Pokémon ist ein Pokémon, was mein Drachenvieh festet. Oh, Gyarados. Nee, an Gyarados kommen wir leider nicht vorbei. An Gyarados kommen wir leider nicht vorbei. Scheiße, Digga. Gyarados ist wirklich ein Pokémon, was mich wegbimselt. Okay. Ist Lumpy schneller als Gyarados? Dann haben wir eine Chance, wenn unser Steinhagel flincht. Earthquake wird immunisiert. Drachenklaue ist Stab, aber nicht sehr effektiv. Rock Slide trifft in diesem Spiel immer. Nein? Was? Steinhagel und er krittet den Eis. Das wäre das letzte Mon gewesen. Ich kann nicht mehr, Leute. Ich kann nicht mehr. Ich kann dieses Spiel nicht mehr, Bro. Oh my goodness. Ja, 3 Versuche später, ne? Ich wurde weggekrittet ohne Ende und keine Ahnung was, aber 3 Versuche später hat es geklappt. Ja, der Moonblast gegen Dragoran hat dann einfach doch gereicht und das Gyarados habe ich gekrittet. Und jetzt sind wir mit 4 Pokémon durchgekommen. 5 sogar, wenn ich nicht einen Missplay mit Lucario gemacht hätte. Das ist alles so random. So, was ist jetzt hier? Bitte sag mir nicht, dass jetzt hier noch mehr von diesen Fickern sind. Dark Pulse, auch ein sehr guter Move. Aber halt... Also, ne, unsere Pokémon sind alle auf 76. Sowas wie Dark Pulse haben die jetzt halt alle schon. Es hätte schon deutlich früher kommen müssen, um wirklich gut zu sein, aber hey, it is what it is. Na gut, wartet Archie hier oben? Wartet Adrian? Okay. Yep. Cool. Es wird tatsächlich so sein. Okay, ey, damit bin ich okay. Solange es nur 2 bis 3 Rüpel und dann Archie sind, bin ich fein damit. So, natürlich wurden wir gesteamrollt. Weil wir nur noch 4,5 Pokémon hatten. Aber ich bin wieder da. Und jetzt weiß ich, mit was er leadet. Und zwar Gengar. Gengarino! So, hat er einen Focus Blast? Das ist, glaube ich, eine Möglichkeit, ne? No. Aber Dazzling Gleam, okay. Aber... Dazzling Gleam ist halb so wild, wollte ich gerade sagen, weil wir gute Spedef-Werte haben, aber es macht halt einfach wieder... Es macht einfach wieder Hälfte. Na gut, na gut. Okay. Octillery. Ja klar, hast du eine Octillery? Einfach so wieder? Okay, cool, cool, cool. Cool. Scheiß drauf, Digga. Ja, wir werden auf jeden Fall outspeeden, oder? Nein? Haha, Water Spout. Ja, genau. Ja, Wasser-Gem von Tränen-Octillerie. Okay. Okay, boy. Okay. Ja, du kannst, glaube ich, auch Psychokinese und sowas, ne? Aber. Hat der einen Walschal? Warte mal, was haben wir für ein Item auf ihm gesehen? Wir haben doch irgendein Item. Haben wir einen. So durch. Ich bin so durch mit den Nerven, Bro. Ich weiß wirklich nicht, wo mir der Kopf steht. So, bitte flinch mich nicht. Cool, Crit, okay. Ja, lieber Crit als Flinch. Pfff.
Relikant, okay. Auch den können wir mit Earthquake... Ein Relikant outspeedet mich. Ein fucking Relikant. Relikant hat 55 Initiative. Wie outspeedet mich ein 55? Wir wissen, dass Lucario 90 hat. Und den Walschall hat er auch nicht, weil er gerade den Move gewählt hat. Okay, der Doppelkampf wird nochmal richtig wild, ne? Was bringt der? Je nach Lead könnten wir vielleicht gewinnen. Hell nah. Da kommt Reflect. Oh, shoot. Nevermind. Nevermind. Inteleon mit Screens. Das ist auch wild. Das dürfte... Das reicht nicht. Okay, cool. Danke. Aber wir haben ja... Ein paar Beeren verteilt, stimmt. Komplett vergessen. Nur bringt uns das in dem Moment hier nichts. So. Boah, Digga. Ja, die Fassade wieder, ne? Aha. Okay. Okay, der Reflektor ist weg. Cloyster töten wir mit Close Combat. Das ist mein schnellstes Pokémon mit 207 Speed. Wie werden wir von einem Ausdruck outspeedet? Wie? 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 How? Ausdruck hat 70 Speed. 70. 70. Wir sind höher gelevelt. Wir sind 2 Level drüber. Sneebos hat 120. Wir haben 50 Basis-Init mehr. Wir sind fast doppelt so schnell wie der. Und höher gelevelt. Ja, ja, klar. Ja, oh, okay, cool. Drapion outspeedet auch. Ja, klar. Warum nicht? Warum nicht? Drapion outspeedet uns auch. Ja. Ja, ja, ja. Warum nicht, ne? Also. so dumm, Bro. Ja, es ist so dumm. Ja, wir müssen ein anderes Team nehmen. Ich habe jetzt 3-mal probiert mit diesem Team. Bin nicht mal mehr dahin gekommen, wo ich gerade eben hinkam. Jetzt habt ihr es gesehen. Ich habe Austausch noch irgendwie gekillt bekommen. Aber Drapion outspeedet auch mein ganzes Team. Wie das geht, nobody knows. Aber es ist auf jeden Fall so. Ja, Lumpy-Speeds bringt mir tatsächlich gar nichts. Probieren wir es vielleicht mal mit Magneson. Ansonsten können wir das da machen.
Ja, ich bin ehrlich. Lucario hat bisher nicht viel gemacht. Trotzdem der das perfekte Wesen hat und so basically, ne? So, Lejobo, Volswitch, Thunderbolt, Mirror Coat. Chandelure probieren. Nee, der ist eh viel zu langsam. Der wird von allem weggezündet. Vielleicht ist es Zeit, mal wieder Maxwell mitzunehmen. Unseren Starter. Vielleicht ist es einfach an der Zeit. Ja. So, Alter. Maxwell mal wieder am Start zu haben, ist erfrischend. Liquidation. Okay, schade. Wir kriegen Instant in Death Drop. Das ist natürlich nicht so geil. Können wir bitte überleben? Danke. So, und tschüss. Ja, für den Bruder habe ich Magneson basically mitgenommen. Und jetzt haben wir 4 gegen einen. Das muss doch packen. Reichen jetzt, oder nicht? So, Night Slash wird natürlich reichen. Crit und Death Drop. Das muss doch jetzt theoretisch, also das kann doch gar nicht, oder? Geht doch gar nicht anders. So, Fake-outen den, falls er irgendwie einen Sash trägt oder irgendwie sowas. Jetzt outspeedet er uns auf magische Art und Weise, weil Drapion so schnell ist. So, Maxwell. Close Combat. Ja, klar. Ja. Why not, ne? Why not? Why not? Warum nicht? Ja, Digga, das ist halt. Das ist halt. Gut, das war's schon wieder. Außer wir kritten. Oh, der King ist ein Flinch. Oh my goodness. Yup. Bruder, krass. Drapion hätte uns halt einfach wieder 4-1 gewonnen, ne? Krass. Was ein kranker Bastard. Nun gut, Freunde. Das war's tatsächlich mit Run and Bun. Auf diesem Kanal. Wenn ihr wissen wollt, was diese beiden Arschlöcher im Team haben und wie sie mich wahnsinnig machen, dann kommt vorbei. Abonniert Gameboy. Gameboy Sefi, da wird dieses Projekt ab nächster Folge weitergehen. Und Adrian wartet ja auch direkt danach. Nicht wahr? Freut euch auf die Nuzlocke, auf die Egglocke, die kommen wird. Wir sehen uns auf jeden Fall hoffentlich bald. Küsst eure Herzen. Vielen Dank für die ganze Treue und dass ihr dieses doch sehr zähe Projekt mit mir durchgehalten habt. Zumindest bis zu diesem Punkt. Und bis dann. Macht's gut.